seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video. Nicht, dass ihr euch wundert, warum sitzt der Typ dort mit Maske, kann ich euch sagen. Das ist so eine Art kleines Spezialvideo. Hat ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Und zwar hatte ich Corona am 30.07., also letzte Woche Samstag, und ich versuche ein bisschen was zu erklären. Wird vielleicht nicht einfach für mich. Und schauen wir mal. Also, ich war ganz normal arbeiten, wie immer von Montag bis Freitag immer, also ganz normaler Tagesablauf. Wie gesagt, ich kann halt nur sagen, wie ich das für mich empfunden habe und nicht jetzt über andere, sondern halt nur persönlich halt über mich. Also, gehe ganz normal arbeiten, so Dienstag, Mittwoch auch, ganz normaler Arbeitstag. Und zwar kam einer meiner Kollegen halt mit Symptomen an. Das war der sogenannte Dienstag. Er kam schon mit starken Husten an, Stimme halb weg. Okay, hat man sich erstmal nicht dabei gedacht, aber normalerweise ist es so, wenn man Krankheitssymptome hat, gerade jetzt in der Corona-Zeit, sollte man halt nicht auf Arbeit auftauchen, sag ich mal, ist meine persönliche Meinung. Okay, das war dann für mich ganz normaler Arbeitstag, wie gesagt. Mittwoch kam er nochmal, oh, die gleichen Symptome, Stimme total weg, niest rum, hustet rum, schnaubt seine Nase, haut die in Mülleimer rein und haben mir auch gesagt, er soll halt zum Arzt gehen und nach Hause gehen. Ist er auch gegangen, nach einer Stunde oder halbe Stunde, was das ungefähr war. Und im Endeffekt, da war es schon zu spät. So. Ich kam dann irgendwann Mittwochnachmittag nach Hause, alle ganz normal und so. Leg mich dann so Mittwochabends hin. Auch ganz normaler Rhythmus, wie davor auch. Merkt dann so zwischen 3.30 Uhr morgens, halb vier, um vier, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Totale Übelkeit hatte ich. Ich habe auch mehrmals auch mich übergeben. Ja, das war natürlich halt nicht so schön, sag mal. Und ja, die Nacht war für mich auf Deutsch einfach, ja, beschissen, sag mal. Das war halt der beschissenste Mittwoch zu Donnerstag, was ich dieses Jahr hatte. Das steht schon mal fest. Ja, auf jeden Fall Magenkrämpfe, so ihr habt auf jeden Fall so, also ab und zu mal auf Klo gerannt. Ich muss halt nicht das nicht weiter nennen. Und so, ja, hab dann so meinen Arbeitgeber angerufen, ja, okay, hier mit mir stimmt irgendwas nicht, ich gehe zum Arzt. Und das war mega schlecht bei mir, mir ging es wirklich mega schlecht, also das war schon nicht mehr ganz, ganz witzig. Das war schon eine ganz üble Hausnummer, die ich da hatte. Und ja, hab dann so meinen Arzt angerufen, der hat dann so erst um 13 Uhr aufgemacht, es war der Donnerstag und war halt auch schlecht für mich, hier morgens um 4 Uhr nachts wach zu sein, mich halt krümm ohne Ende. Klar, hätte ich jetzt auch den Notarzt rufen können oder den Bereitschaftsdienst und so. Hatte auch ein bisschen Angst und auch Bedenken,
weil ich nicht wusste, was ich hatte. Okay, ein bisschen Magenschmerzen, ein bisschen Kotzerei, sag ich mal. Okay, das wirst du wahrscheinlich ein bisschen überstehen, 2 Tage, dann kannst du wieder nochmal arbeiten gehen. So, dann war das irgendwie kurz vor 12. Ich mich schon angezogen, wollte dann zur Straßenbahn eingestiegen, bin dann 2 Stationen gefahren und musste dann 2 Stationen später dann irgendwann aussteigen, weil ich mich danach auch wieder übergeben hatte. Nach 2 Stationen muss man sich mal vorstellen, ich steige ein, steige in den nächsten 2 Stationen wieder aus und dann irgendwo hinten im Busch hingesetzt und dann irgendwann den gemacht und ja, da hatten wir schon so Gedanken gemacht, ja, da stimmt vielleicht irgendwas nicht und so, zum Arzt hingegangen, so meine Symptome gezeigt. Hab dann auch den sogenannten Schnelltest gemacht, das war halt negativ, negativ. Und so, erstmal für 2 Tage krank geschrieben, das war dann der Freitag, ich dann wieder nach Hause, okay, da war wieder alles okay, das hat sich dann wieder alles bei mir ein bisschen eingepegelt. Stehe dann so Freitag auf, merke so auf einmal übelste Kopfschmerzen. Ob mir einer mit einem Baseballschläger einer mir den Schädel einhaut, wie ob der Knochen gegen mein Gehirn gegen meinen Knochen da knallt, so, sobald ich mich hingelegt habe, aufgestanden bin, mich bewegt habe, hat jetzt schon so geknallt im Kopf und mir war auch schwindelig, dann war mir auch diese Übelkeit, ja. Wir haben dann irgendwann auch die Gelenke wehgetan, das war auch der, nee, es war auch der Donnerstag. Da haben ja auch die Gelenke wehgetan und merkst so, ey, was ist denn jetzt los? Mir tun hier, der hat so Oberschenkel weh, lauf so, oh Mann, was ist denn das da, ey? Das war auch dann ganz komisch alles. Ja, mich dann Freitag da so wieder hingelegt. Samstag früh dann den Test gemacht, den Schnelltest. Ja, war dann. Ja, war positiv. Das war für mich das zweite Mal, dass das scheiße war. Ja, es. Also, es war nicht einfach. Bin dann Vormittag dann zum Schnelltest gegangen, also praktisch zum Center. Und ja, war auch positiv auf Deutsch die Scheiße. Ja, das war dann so der zweite Schlag, so. Ja, dann war ich erstmal auch so bedient. Schnelltest positiv. Da vor Ort positiv. Ja, wie erklärst du deine Leute? Wie erklärst du deine Mitbewohner? Wie erklärst du deine Mutter und so? Ja. War hardcore. Oh. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen schwer auch. Ja, ist man dann auch so Mutter angerufen, die ihr auch erstmal alles so erklärt. Natürlich waren sie auch erstmal alle ein bisschen baff und so, klar, ich natürlich auch. Die ganzen 2 Jahre, die ich jetzt unterwegs war mit meinen Leuten, also mit meiner Mutter, mit meinem Kumpel und so, auf Arbeit, Weihnachtsmarkt, in der Therme und so, also wir waren praktisch immer schön unterwegs, wenn schönes Wetter war. Hat auch immer ein gut geklappt, auch mit den Masken und so. Nie irgendwo mal mich irgendwo positiv angesteckt, das hat alle prima geklappt und so.
Auch meine Mutter war negativ, mein Kumpel war negativ, auch mein Mitbewohner war negativ. Ja, außer der letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, wo mein Auskollege kam, der uns wahrscheinlich dann auch angesteckt hat zu 99%. Ich will auch darauf nicht mehr weiter eingehen, weil das ist für mich erstmal auch unter aller Sau, da überhaupt mit diesen Symptomen da überhaupt anzukommen. Nicht mal dran denken, an seine Mitarbeiter, nur an sich zu denken, sich nichts erzählen lassen und so. Ja, für mich sind so eine Leute einfach, die denken nur an sich, ja, nicht mal an die Leute, was kann passieren, wenn ich die jetzt anstecke und so, was dann auch passiert ist. Freitag wurde dann auch der Test vorgelegt, die Person, die am Dienstag, Mittwoch dann kam zur Arbeit mit diesem Symptom, der wurde dann Freitag auch positiv dann auf Covid-19 getestet und da war mir schon klar, okay, jetzt ist es soweit, okay, jetzt habe ich die Scheiße. Wurde nicht nachgedacht, sag mal, und wäre nicht gekommen, wär, hätte man ganzen Mist nicht. Meine Arbeitskollegen haben dann auch Covid-19 bekommen, das heißt, meine Arbeitsstelle ist jetzt null belegt, also da ist jetzt zurzeit erstmal keiner. Und ja, hätte, sagt man, im Endeffekt nicht sein brauchen. Jetzt muss ich halt warten, bis die Post vom Gesundheitsamt kommt. Heute haben wir den, warte mal, den 6. August. Habe mich dann heute noch mal an der Teststelle testen lassen und mein Test war erstmal negativ und das ist schon mal so eine Sache, wo ich jetzt sagen muss, extreme Erleichterung, sagt mal. Klar, ich kann jetzt nicht gleich wieder Remi-Demi machen, sondern ich warte jetzt praktisch jetzt noch eine Woche, um halt auf normal, auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ich werde mich vielleicht ja noch mal mehrmals testen lassen in der Woche, dass ich auch genau weiß, okay, es ist wirklich negativ. Ich werde wahrscheinlich mich Montag testen lassen, Mittwoch, Freitag nochmal, um einfach nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Und ich kann euch nur raten, Covid-19 kann ich, wie gesagt, ich sage es nur aus meiner Erfahrung, kann ich auf keinen Fall ihn empfehlen. Haltet euch an die Pflichten, geht euch impfen, tragt eine Maske in den Bahnen, auch in den Fahrstühlen, zur Not auch in den Koffern, auch wenn ihr sagt, okay, ich mach das nicht, ich habe das nicht nötig. Es kann euch überall treffen, sag mal. Ich habe mir damals auch gedacht, okay, mich wird es wahrscheinlich auch irgendwo mal treffen, sag mal, egal jetzt wo man ist. Ja, nur weiter bei mir dann halt auch die Arbeitsstelle, ne, wo der Arbeitskollege dann kam zur Arbeit. Ja, war halt blöd. Wie gesagt, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, es ist mega schlecht, das zu haben. Wenn ihr dann auch leichte Symptome habt, egal was ist, geht zum Arzt, lasst euch krank schreiben, geht auf jeden Fall nicht zur Arbeit, weil es wird auf jeden Fall weitergetragen, soweit bei mir auf Arbeit. Zuerst hat's Icke, dann hatte das mein anderer Arbeitskollege und dann wiederum der andere. Und ja, das ist wie ein Lauffeuer, das wird immer durch Aerosol, wird's ausgestoßen, durch Luft und bla bla bla. Und ja, ist auf jeden Fall mega schlecht. Ich habe zu Hause hier noch einen Mitbewohner. Muss halt auch alle Türklinken identifizieren, selber mit so einem Spray. Deswegen sitze ich hier auch im größten Teil auch erstmal auch mit Maske auf, wenn ich jetzt hier in diesem Raum sitze. Ja, die Sicherheit, sag mal, geht erstmal vor, sag mal, ja klar, sieht blöd aus, wenn ich hier in der Wohnung hier halt mit Maske rumrenne. Klar, ist alles richtig. Sehe ich auch ein. Aber wie gesagt, ich habe hier halt noch einen Mitbewohner, ich muss auch da meinen Kopf einschalten und auch an ihn denken. Also ist es für mich einfach auch nur mal auch eine Pflicht, halt hier mit Maske erstmal zu sitzen. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Fernsehen gucke oder ich spiele mal ein bisschen, klar, kann ich auch mal die Maske absetzen, das ist überhaupt gar kein Problem. Nur war ich jetzt von Samstag bis heutigen Samstag, also praktisch eine Woche, halt in dieser kleinen Quarantäne, sag ich mal. Es ist mega schwer.
Ich bin halt ein Mensch, der ist gerne draußen. Ich bin Gärtner, ich bin immer draußen beim schönen Wetter. Ich konnte nicht. Ich konnte nie raus, konnte mit meinen Leuten nicht unternehmen. Ist für mich mega schlecht, mega traurig, dass das halt so gekommen ist, wie gekommen ist. Ja, ich hätte liebsten gerne was gemacht mit meinen Leuten, weil das ist für mich einfach alles mit meinen Leuten. Halt auch unterwegs zu sein. Halt Videos zu machen. Bilder und so. Das ist für mich einfach viel. Ja. Moment. Wie gesagt, ist für mich auch nicht einfach, hier halt das aufzunehmen, aber ich wollte euch einfach nur mal sagen, wie ich das empfunden habe, die ganze Covid-Geschichte und ja. Bin jetzt auch wieder froh, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Hätte ich jetzt zum Beispiel meine Leute nicht, mit denen ich halt schreiben kann, wenn meine Mutter nicht telefonieren kann, dann wäre für mich sowieso irgendwo dann auch erstmal auch Pumpe gewesen, weil das sind für mich Leute, die, das zählt für mich alles. Und das hat mir immer so einen kleinen Schub gegeben, ein bisschen. Weil sonst wäre ich dann wahrscheinlich irgendwo in der Ecke gelandet und dann wäre wahrscheinlich erstmal Pumpe gewesen bei mir. Ja, jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal wieder richtig dran arbeiten, ne? Wieder richtig erstmal hochzukommen. Also erwartet jetzt erstmal nicht von mir jetzt hier die übelste Bombe. Jetzt wieder. Ich hatte auch am Anfang auch diesen leichten Geruchsverlust, sag mal, auch diesen extremen Geschmackverlust. Also du hast irgendwas getrunken wie Melone, getrunken, ja doch, Melone, das ist so ein Eistee. Und ja, du hast nichts geschmeckt, das hat sich, das ist wie Wasser. Du hast nichts, also gar nichts, du hast was getrunken, aber du hast nichts, nichts, du hast nichts. Ich hätte eine rohe Zitrone essen können, hätte mich einfach nicht gejuckt. Ich hätte eine Flasche Schilling hinterkippen können oder eine scharfe Peperoni essen können. Wären wir in dem Endeffekt scheißegal gewesen, ich hätte es nicht geschmeckt, ich hätte es nicht geschmeckt und es ist mega schlecht für mich. Ja, und für mich ist es auch ein richtig großer Nachteil. Ich fotografiere gerne, ich bin sehr gerne unterwegs, in, zum Beispiel was Pflanzen angeht. Ich fotografiere in meinem Leben gerne Nahaufnahmen Pflanzen, das mache ich in meinem Leben. Super, super gerne, nichts anderes außer den Pflanzen zu fotografieren in Nahaufnahme mit super Qualität. Und ich liebe einfach die Pflanzen zu riechen, gerade jetzt im Frühling, im Hochsommer oder im Herbst. Ja, ich liebe einfach diese Frische der Blumen. So, und wenn ich das als Gärtner nicht mehr habe, diesen Geruch, ja, das wäre für mich ein totales No-Go. Das würde bei mir nicht funktionieren. Das wäre für mich absolute Schande. Und das, ja, das war auch so ein Punkt bei mir, wo ich dann nicht mehr riechen konnte. Konnte ja nicht mal, ich muss es auf Deutsch sagen, ich konnte dann nicht mehr auf Deutsch diesen beschissenen Glasreiniger riechen. Oder irgendeine andere Sache. Ich hab's einfach nicht gerungen. Wenn jetzt ein Fisch hinter der Heizung gelegen hätte, 5 Wochen bei 45 Grad, ich hätte es einfach nicht gerungen. Und das geht nicht. Und, aber ich kann da schon mal was Positives sagen. Wie gesagt, ist jetzt eh eine Woche vergangen. Und, ich merke jetzt, wird jetzt auch bei mir jetzt ein bisschen der Geschmack wiederkommt. Also der Geschmack ist ein bisschen da. Also er ist vorhanden.
Ich kann jetzt auch so wieder den Eistee riechen, ich kann jetzt wieder den Glasreiniger riechen, sag ich mal. Ich brauche ja irgendein Objekt, wo ich dran riechen muss, dass man den Geruchssinn wieder sich ein bisschen hochtrainiert, dass es wieder so ein bisschen hochkommt. Ja, und das war für mich auch wichtig, sag ich mal. Beispiel, ich habe am Fensterbrett habe ich auch so ein Deo-Spray, so ein Mango-Deo-Spray. Den habe ich mir am Anfang auch die Woche rangesprüht, hast du einfach nicht gerochen. So, und jetzt die Tage ist es wieder da und ist für mich auch wieder so eine positive Eigenschaft, sag ich mal. Und das hat mich einfach gefreut, dass ich wieder riechen und ein bisschen halbwegs schmecken konnte. Dass der negativ auch wieder negativ war, das war für mich super, super wichtig, ja. Und ja, das hat mich sehr gefreut, sag ich mal. Man schätzt dann sein Leben irgendwie dann immer mehr, wenn man irgendwas hat und es ist dann irgendwann vorbei, dann schätzt man eigentlich mehr, eigentlich was man vorher hatte, ja. Man ist überall hingefahren, du hast viel gerochen, wenn man jetzt irgendwo essen war, du hast was geschmeckt. So hast du ja keinen Kopf gemacht und so. Das war dann, das ist so Standard bei jedem Menschen. Ne? Und bei Covid ist es so, wenn du ihn dann eben mal hast und auf einmal ist dein Geruch und Geschmack weg, dann denkt man eigentlich, wie gut man das eigentlich vorher hatte, dass man riechen konnte, dass man schmecken konnte. Ja, das fehlt dann irgendwo. Aber wenn du dann wieder bekommst, umso mehr freust du dich dann wieder, dann schätzt du das eigentlich viel mehr, dass du das wieder hast, ja. Und ja, das war so meine Covid-Woche, sag mal. Und wie gesagt, das Video war für mich schwer, ja. Vielleicht habe da ein bisschen Verständnis, auch ein bisschen, dass ich mich hier hinsetze, auch den Mut habe, euch das erstmal so halbwegs zu erklären. Klar, ich kann jetzt noch mehr erzählen, aber ich sag mal, das ist erstmal so okay. Ja, ist Covid-19 war mega schlecht für mich, sag mal. Also, ich hatte jetzt keinen schweren Verlauf, sondern ja, ich würde schon so sagen, das war schon so leicht bis mittel, war der Verlauf schon. Ja, wünsche ich auf jeden Fall keinen, sag mal, diese Covid-19-Geschichte. Also, es ist mega schlecht. Also, das ist nicht schön. Und ja, so wie heute geht es mir eigentlich, sag mal, ganz gut, sag mal. Ich bin auch happy, sag mal. Werde mir vielleicht noch einen schönen Nachmittag machen, sag mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was in die Kommentare schreibt. Vielleicht gibt es auch Leute, die Videos schauen, die auch schon Corona hatten. Ne? Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, was ihr für Symptome habtet. Und ja, würde mich einfach mal drüber freuen. Auch die Leute, die halt Corona noch nicht hatten, ne? Sag mal, würde mich trotzdem freuen, dass ihr auch vielleicht was in den Kommentaren schreibt. Würde mich natürlich auch natürlich freuen drüber. Und ja, das war so für mich dieses Jahr das schwierigste Video, was ich dieses Jahr gedreht habe. War emotional halt wirklich nicht einfach für mich, mich hier hinzusetzen und wirklich sagen, pass auf, ich setze mich jetzt hier hin und sagt den Leuten, die da draußen vielleicht noch nicht hatten, lasst euch impfen, haltet euch wie gesagt an die Regeln. Und ja klar, es kann überall passieren, auch wenn man vielleicht Maske hat oder so. Aber wie gesagt, geht zum Arzt, geht nicht zur Arbeit, geht nicht zu euren Leuten, wenn ihr meint, ihr habt irgendwelche Symptome. Bleibt lieber zu Hause, statt zu Leuten zu fahren, um die Leute da halt anzustecken. Macht das nicht, bleibt zu Hause. Damit hilft ihr auf jeden Fall jeden. Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, diese Covid ist halt wie eine, so eine Art Grippe, sag ich mal. Also man hat diesen starken Husten,
Man kann kaum schlafen, sag ich mal. Die Nase läuft ohne Ende. Ja, und ab und zu, gut, ist, wie gesagt, ist bei jedem anders. Die Stimme war bei mir halbwegs weg. Also man kann sagen, ich hatte fast volle Programm, sag ich mal, aber ich habe mich wieder ein bisschen so aufgebaut, sag ich mal, und bin jetzt so halbwegs wieder am Start. Und ja, das, eigentlich wollte ich jetzt so erstmal auch sagen wollte. Ich wüsste jetzt nicht noch, was ich jetzt sagen wollte. Ja klar, ich bin ja zum Beispiel jetzt nicht mit meinen Leuten unterwegs gewesen, auch nicht bei Mutter, sondern ich war jetzt generell hier dann auch immer zu Hause, habe mich dann hier extrem auskuriert. Und ja, also wie gesagt, mir geht's erstmal so blendend, sag ich mal, also ist wunderbar, sag ich mal, ja. Außer die Nase ein bisschen, der Husten, aber ich denke mal, der kriegt dann irgendwie auch noch geregelt. Und ja, den wollte ich euch mit euch einfach mal teilen, das Video. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute, ja, die vielleicht, wie gesagt, Corona halt noch nicht hatten oder haben oder auf dem Weg dahin sind. Wie gesagt, gute Besserung, alles Gute, sag mal. Und ja, und ich hoffe für Leute, die bis jetzt noch nicht hatten, ich hoffe, dass ihr es auch nie bekommt, ja, diesen Mist. Und ja, trotzdem bedanke ich mich für Zuschauen und würde mich, wie gesagt, über ein paar Kommentare freuen. Und ja, ich sage mal nochmal, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut da rein und bis dann.